rap is embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and Jace on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. And I don't like making appearances. She loving the fact I'm American. They tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and Jace on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. And I don't like making appearances. She loving the fact I'm American. They tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. I've been in the cut doing it my way. But you flipping triple digits on the highway. We could probably take it back to my place. And I'll show you what it's like to live with my name. Yeah. Yeah. They try to tell me that I never listen. Always been a type to make my own decisions. Never been a type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like. Hi, ich bin Ferdi von CD Automotive. Sitze hier in einer S-Klasse. Extra groß, extra breit, extra S halt. Hat einen Komplettumbau auf S63 AMG bekommen. Sieht extrem bullig aus. Ist sehr, sehr breit, sehr massiv und extrem auffällig. Falls ihr euch zurückerinnert an unseren C63 in der heftigen Hulk-Folie, haben wir jetzt hier einen S63 in ebenfalls so einer extrem außergewöhnlichen oder auffälligen Folie und dementsprechend muss der Klang natürlich hier im Diesel S350D kommt halt werkseitig nicht sehr viel. Wir haben jetzt die Active Sound Unit verbaut, können über die Urinaltasten die Soundprofile abrufen und natürlich mit der Handy-App individualisieren. So, bei der S-Klasse ist das hier alles von der Bedienung her mit extra viel Freiraum gestaltet. Wir können zum Beispiel hier die Tasten, die Originals werkseitig verbaut sind, benutzen. Das kann man sich per Handy-App selber einstellen, wenn man zum Beispiel die Start-Job-Automatik-Taste benutzen will. Das heißt, drücken wir zum Beispiel die Start-Job-Automatik-Taste zweimal, dann wechselt das Soundprofil. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sie deaktiviere oder reaktivieren würde, unabhängig davon, quasi, was jetzt mit den Fahrmodis ist, ausschließlich mit dieser Taste. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich hätte gerne die Auswahl zwischen dem Sport- und Economy-Button. Da kann man dann sagen, okay, ich stelle es in der App auf diese Fahrprofile ein, dann kann ich entscheiden, wie das Fahrzeug sich im E-Modus anhört oder halt in dem Sportmodus. Dann ist man aber halt an den Fahrmodus auch gebunden. Dementsprechend ist halt die Empfehlung eher bei so einer externen Taste, wo wir dann quasi unabhängig vom Fahrmodus das einstellen können. Für die ganz Extravaganten gibt es natürlich noch die Möglichkeit mit der ESP-Funktion hier im Cockpit. Bedeutet, geht man in die Assistenzsysteme rein, schaltet man das ESP-System einmal kurz aus und wieder an, dann wechselt das Fahrzeug das Fahrprofil. Das könnt ihr euch über die Handy-App selber einstellen. Bei dem Fahrzeug hier liegt das jetzt auf der Start-Automatik-Taste, also auf der Eco-Taste, weil die drückt man eher im selteneren Fall und es ist halt auf jeden zweiten Tastendruck. Das heißt, man kann auch ohne fahren, hat trotzdem seinen Sound oder man hat quasi Eco an und den Sound. Das kann man quasi mit dem Tastendruck dann selbst bestimmen. Ihr könnt quasi über die Taste dann den Sound jederzeit umschalten und das Gute ist halt, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Profil, das ist komplett ausgeschaltet, bedeutet, das Auto ist komplett der Serienklang, absolut leise. Unemotional, passt überhaupt nicht zum Look, weil wir haben hier die 4-Rohr-Optik mit dem S63-Diffusor und dann die auffällige Folie, geht nicht. Dann haben wir noch ein Profil für euch jetzt eingestellt, wo quasi der Active Sound Mode aktiviert ist, also dieses typische Nachblubbern und mit dem dumpfen Soundfile. Und natürlich das Misfire an, weil ohne Fehlzündung hört sich das da nicht an, ne? Und das ist quasi jetzt das bisschen dumpfere Soundprofil. Der Klang ist halt typisch Active Sound-like, das heißt auch im Schubbetrieb deutlich präsent hörbar. So, das war jetzt quasi der Active Sound Mode mit dem dumpfen Soundfile. Ich mache euch jetzt das Ganze noch mal einmal kurz mit der Handy-App auf das etwas hellere Soundfile. Nur als Beispiel, es gibt ja noch ein paar mehr Soundfiles zur Auswahl, aber damit ihr den deutlichen Unterschied mal hört. Einmal das helle jetzt.
Wir haben natürlich noch den dynamischen Modus für euch. Bedeutet, er ist im Schub eher ruhig, typisch AMG. Die Vielzone sind trotzdem sehr gut hörbar. Und wenn man nachher richtig Gas gibt, also unter Last und hoher Drehzahl, wie ein typischer Benziner, dann kommt richtig der Klang und hört sich halt auch bei weiter Strecke noch sehr, sehr wuchtig und kraftvoll an. Also überhaupt nicht leise, auch wenn er untenrum ruhiger ist, ist er dafür obenrum dann umso lauter. So, das war der dynamische Modus quasi mit dem dumpfen Soundfile. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal mit dem helleren Soundfile, damit ihr den Unterschied nochmal hört. So, das war der S350D, aka S63 AMG. Hoffe, es hat euch gefallen. Die Folie ist etwas gewöhnungsbedürftig, sieht aber echt klasse aus. Und nicht vergessen, teilen, liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video.